Als letztes Kapitel in diesem Semester, da können wir jetzt heute schon mal ein bisschen mit anfangen, beschäftigen wir uns mit abstrakten Vektorräumen. Nachdem wir eben eine sehr konkrete Anwendung hatten, kommt jetzt erstmal was, was von der Überschrift her zumindest wieder sehr abstrakt ist. Wir werden aber auch hier wieder auf eine tatsächliche Anwendung, die auch ganz interessant ist, in der Informatik kommen. Was heißt abstrakte Vektorräume? Wir haben uns bisher beschäftigt mit sogenannter linearer Algebra, aber eigentlich haben wir uns immer nur mit diesen beiden Mengen beschäftigt. R hoch 2, das ist die Ebene, und R hoch 3 ist der Raum. Manchmal haben wir gesagt, man kann das auch mit R hoch n machen, aber man kann es sich dann nicht mehr so gut vorstellen. Das war aber quasi das höchste der Gefühle. Und was wir jetzt in der Anwendung gemacht haben, ist, dass wir sozusagen im Geiste in R hoch 4 gerechnet haben, aber wir haben es uns nicht richtig vorgestellt. Wenn man sich länger mit den ganzen Sachen beschäftigt, die man in dieser linearen Algebra rausbekommen kann, dann sieht man, dass die Dinge, die man da lernt und anwendet, sich auf ganz viele andere Bereiche in der Mathematik anwenden lassen, wenn man sie nur ein ganz bisschen verallgemeinert. Also wir haben gelernt, wie man mit Matrizen rechnet, wir haben gelernt, wie man lineare Gleichungssysteme löst, wie man Determinanten ausrechnet und so weiter. Und diese, man hat dann quasi, und auch viele Dinge, die wir noch nicht gemacht haben, Eigenvektoren und so weiter, man hat einen ganzen Vorrat von Werkzeugen, die man halt eben nicht nur für diese analytische Geometrie anwenden kann, sondern auch für andere Dinge. Und man verallgemeinert auf zwei Arten. Dieser Abstraktionsprozess findet auf zwei Arten statt. Das eine ist, dass man sagt, was sind eigentlich Vektoren? Für uns sind Vektoren bisher relativ konkrete Objekte, zum Beispiel sowas wie 1, 2, minus 3 oder so. Das entspricht einem Pfeil, den wir uns im R hoch 3 vorstellen. Das wird abstrahiert, sodass man als Vektoren irgendwelche Objekte zulässt, solange man mit denen nur so rechnen kann, wie mit diesen Pfeilen. Das muss man natürlich genau festzimmern, was man damit meint. Und das Zweite, was immer wieder vorkommt, sind die Skalare. Das sind diese Skalare, also das sind diese Zahlen, mit denen wir irgendwas multipliziert haben, um zu skalieren, etwas länger oder kürzer zu machen und so weiter. Diese Skalare waren für uns bisher einfach irgendwelche Zahlen, wie zum Beispiel ein Achtel oder sowas. Das wird auch abstrahiert, sodass man da nicht nur einfach irgendwelche Zahlen nehmen kann. Also die Abstraktion wird sein, wir gucken uns zwei Beispiele an für diesen Abstraktionsprozess. Die eine Möglichkeit, und die werden wir nur kurz streifen, damit wir es mal gesehen haben, ist, dass man den Begriff des Vektors abstrahiert. Das will ich Ihnen mal zeigen, weil es Ihnen vielleicht später wieder begegnen würde. Die andere Möglichkeit zu abstrahieren, dass man den Begriff des Skalars auch noch verallgemeinert, da werden wir uns konkret ein bisschen mit beschäftigen, weil das etwas ist, was in der Informatik Ihnen häufiger begegnen wird. Ich fange aber mal an mit dem ersten Teil. Wie kann man den Begriff des Vektors verallgemeinern? Man fasst sozusagen zusammen, welche Eigenschaften die Vektoren, die wir bisher behandelt haben, haben und schreibt die alle auf. Und wie das in der Mathematik üblich ist, versucht man, möglichst wenige Eigenschaften, sogenannte Axiome, aufzuschreiben, aus denen man alles andere herleiten kann. Ich will Ihnen das jetzt nicht alles aufschreiben, das schauen Sie einfach auf Wikipedia unter Vektorraum nach. Aber im Wesentlichen schreibt man auf, man kann Vektoren addieren, man kann Vektoren mit Skalaren multiplizieren und es gibt ein paar simple Rechengesetze, zum Beispiel die Reihenfolge spielt keine Rolle, man kann Klammern setzen, wie man will, man kann Skalare ausklammern. Das ist eigentlich fast schon alles, was man aufschreiben will. Und dann sagt man, alle Objekte, die solchen Rechenregeln gehorchen, nenne ich Vektoren und mit denen kann ich so rechnen und all das anwenden, was ich bisher auch gemacht habe. Und da möchte ich Ihnen nur mal ein Beispiel zeigen. Das müssen Sie jetzt nicht komplett begreifen. Das geht nur darum, damit Sie den Abstraktionsprozess mal gesehen haben und sich nicht wundern, wenn das mal wieder auftaucht. Eine Möglichkeit, das zu verallgemeinern, ist zum Beispiel, dass man sagt, auch Funktionen können Vektoren sein. Also wenn bisher unsere Menge der Vektoren R hoch 3 war, das ist die Menge der Vektoren, dann könnte man jetzt als Menge der Vektoren nehmen, alle Funktionen
von R nach R. Und jetzt muss man sich überlegen, was heißt denn jetzt, wenn das Vektoren sind, wie rechnet man denn mit denen? Das haben wir aber schon mal im ersten Semester gemacht. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, wenn ich zwei Funktionen habe, f und g, dann kann ich die Summe von zwei Funktionen bilden. Das war ganz simpel. Sie nehmen die Funktion, die x abbildet, auf fx plus gx. Das heißt, wenn Sie zwei Funktionen addieren, kriegen Sie wieder eine Summe. Genau wie vorher mit den Vektoren. Wenn Sie zwei Vektoren addieren, kriegen Sie wieder einen Vektor. Und wir hatten uns auch schon überlegt, was es bedeuten sollte, eine Funktion mit einer Zahl mal zu nehmen. Auch ganz simpel, damit ist gemeint, die Funktion, die Sie bekommen, wenn Sie x jeweils den Wert zuordnen, Alpha mal f von x. Also man kann eine Funktion mit einem Skalar mal nehmen, kommt wieder eine Funktion raus. So wie wir das von Vektoren können. Jetzt können Sie sich anschauen, was da so für Rechengesetze gelten, wenn Sie so mit Funktionen rechnen. Und Sie werden sehen, das sind die gleichen Rechengesetze, die Sie für Vektoren auch kennen. Das heißt, alle möglichen Dinge, die wir über Vektoren wissen, über unsere Vektoren bisher, können wir quasi 1:1 auf diesen Vektorraum der Funktionen übertragen und müssen dafür nicht neue Methoden erfinden. Dann können Sie zum Beispiel Folgendes machen. Sie können sagen, ich schaue mir eine Differentialgleichung an. Sie müssen jetzt gar nicht unbedingt wissen, wie man eine Differentialgleichung rechnet. Keine Angst, kommen wir noch drauf. Eine Differentialgleichung könnte zum Beispiel so aussehen. Das bedeutet, das ist eine Gleichung, deren Lösung nicht, wie wir das bisher kennen, eine Zahl ist, sondern deren Lösung eine Funktion ist. Gesucht ist eine Funktion f mit der Eigenschaft, wenn ich die zweite Ableitung von f addiere und dazu zweimal die erste Ableitung von f und dazu f selbst, dann soll immer 0 rauskommen. Da gibt es jetzt Methoden, sowas zu lösen und so weiter. Und man bekommt jetzt raus, dass das, was Sie hier als Ergebnis erhalten, ein zweidimensionaler Vektorraum ist. Das heißt, es gibt mehr als eine Lösung, es gibt unendlich viele Funktionen, die diese Differentialgleichung lösen. Und diese Menge der Lösungen der Differentialgleichung ist ein zweidimensionaler Vektorraum, der im Prinzip so funktioniert wie unser ganz klassischer R². Nur kann man den natürlich nicht mehr so hinzeichnen. Man könnte sich zum Beispiel fragen, wie würden denn die beiden Einheitsvektoren aussehen? Also wir haben ja normalerweise zwei Einheitsvektoren, der eine ist 1, 0 und der andere ist 0, 1. Und alle anderen Vektoren kann man aus den beiden zusammenbasteln. Also zum Beispiel der Vektor 3, 5 ist 3 mal der rote plus 5 mal der grüne. Das können Sie hier genauso machen. Sie können sich zum Beispiel zwei Funktionen rausgreifen, nicht irgendwelche zwei, aber zwei bestimmte Funktionen rausgreifen, die die Differentialgleichung lösen. Und die würden dann in diesem völlig abstrakten Vektorraum die Rolle der Einheitsvektoren spielen. Und was ich eben gesagt habe, bedeutet in der Übersetzung, jede andere Lösung dieser Differentialgleichung bekommen Sie als Kombination dieser beiden, genau wie Sie in dem klassischen R hoch 2 jeden anderen Vektor als Kombination der beiden farbigen Einheitsvektoren bekommen würden. Und da können Sie jetzt noch alle anderen möglichen lustigen Dinge machen. Wir haben ja zum Beispiel auch Skalarprodukte gehabt und da habe ich auch schon mal kurz angedeutet, dass man den Begriff des Skalarproduktes erweitern kann. Wenn Sie jetzt mit solchen Funktionen rechnen, dann können Sie so eine komische Sache machen. Sie können sagen, was soll es bedeuten, zwei Funktionen miteinander zu multiplizieren? Skalarprodukt heißt, wenn ich zwei Vektoren multipliziere, kommt eine Zahl raus. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Funktionen multipliziere, soll auch eine Zahl rauskommen. Da nimmt man normalerweise nicht das Zeichen mal, weil das schon eine andere Bedeutung hat. Man schreibt das, hatte ich glaube ich schon mal kurz erwähnt, dann so. Und ein Skalarprodukt, was funktioniert, ist dieses komische hier. Sie haben ja vielleicht schon mal ein Integralzeichen gesehen. Sie multiplizieren die beiden Funktionen miteinander, integrieren sie über diesen komischen Intervall von minus Pi bis Pi und dann nehmen Sie die noch mit einem bestimmten Skalierungsfaktor mal, damit schöne Zahlen rauskommen. Das wäre zumindest etwas, wo, wenn ich zwei Funktionen einsetze, immer eine Zahl rauskommt. Und man kann sich überlegen, das will ich jetzt alles nicht machen, ich will ja nur mal so diesen Denkprozess illustrieren, dass das etwas ist, was den gleichen Rechengesetzen gehorcht wie die Skalarprodukte, die wir kennen. Das würde bedeuten, Sie können das so interpretieren, wie wenn ich zwei Funktionen einsetze, f und g, bei denen als Integral 0 rauskommt,
dann stehen diese beiden Funktionen senkrecht aufeinander, was immer das bedeuten mag. Ja? Aber zumindest kann ich mir das so, wenn ich die anschauliche geometrische Interpretation übersetze auf diesen abstrakten Funktionenraum, dann habe ich so einen Begriff wie zwei Funktionen stehen senkrecht aufeinander oder der Abstand von zwei Funktionen, das kann ich ja alles mit Hilfe dieses Skalarproduktes ausrechnen, so wie wir das sonst auch gemacht haben. Ich sage Ihnen hier mal zwei ganz konkrete Funktionen. Nehmen Sie einfach Sinus und Cosinus. Wenn Sie die einsetzen in dieses Integral, Sie entsinnen sich hoffentlich aus der Schule, dass Integral ja einfach Fläche unter der Kurve heißt, dann sieht die Funktion, die Sie rausbekommen, Sinus mal Cosinus, sieht so aus, die geht sozusagen so doppelt hier hin und her dazwischen. Und wenn Sie jetzt die Fläche unter dieser Kurve ausrechnen, der blaue Teil ist positiv und der grüne Teil ist negativ, die heben sich gegenseitig auf, dann kommt hier tatsächlich als Ergebnis 0 raus. Also die Fläche, die gerichtete Fläche unter dieser Kurve ist 0. Das bedeutet, wenn meine Funktionen Sinus und Cosinus sind und ich die als Vektoren betrachte, dann stehen die senkrecht aufeinander, was immer das bedeuten mag. Und das, was Sie hier jetzt sehen, ist der Grundstein der sogenannten Fourier-Theorie. Das ist das, was Ihr Handy den ganzen Tag macht, wenn es Ihnen zum Beispiel Musik vorspielt oder Bilder anzeigt, weil da nämlich in so einem abstrakten Vektorraum gerechnet wird und Schwingungen auf Ihre Basisbestandteile übersetzt werden. Also Sie können sich das so vorstellen, dass Sie sagen, ich habe in diesem abstrakten Vektorraum eine Hyperebene, die aufgespannt wird aus ganz vielen Grundschwingungen, einfachen Funktionen, sowas wie Sinus und Cosinus, wenn Sie wollen, sowas musikalisch wie Obertöne. Und das MP3-Stück, was Sie sich gerade anhören, das liegt nicht in der Ebene, sondern das liegt dummerweise irgendwo außerhalb der Ebene. Damit Ihr Handy das aber platzsparend speichern kann, möchte Ihr Handy dieses Musikstück irgendwie in die Ebene reinbringen. Darum wird das auf die Ebene rauf projiziert. Wenn Sie jetzt ganz normale Geometrie hätten, würden Sie sagen, durch diese Projektion finden Sie den Punkt auf der Ebene, der zu dem vorgegebenen Punkt den geringsten Abstand hat. Und genau das machen Sie in diesem abstrakten Vektorraum auch. Das heißt, eigentlich ist das immer so, dass Sie Dinge, für die Sie eine geometrische Vorstellung haben, übersetzen in diese abstrakte Sprache und dann machen Sie das, was Sie auch in der Ebene oder im Raum gemacht hätten. Nur, dass damit jetzt was ganz anderes gemeint ist. Also dieser rote Punkt, der wäre, wenn Sie so wollen, ein Ton. Und diese Ebene hier oben, die ist halt keine Ebene, sondern die ist eine Menge von Grundtönen, ganz platt gesagt. Und die Methode, mit der ausgerechnet wird, wie man diesen Grundton findet, der möglichst nah an Ihrem vorgegebenen Ton ist, ist halt eine, die mit abstrakten Skalarprodukten arbeitet. Und da werden dann solche Dinge wie zum Beispiel Integrale ausgerechnet. Müssen sich normalerweise nicht drum kümmern, es reicht normalerweise einfach beim Handy auf den Button Abspielen zu klicken und dann wird das abgespielt, aber es ist schon ganz interessant, sich mit diesen Sachen mal zu beschäftigen und sich zum Beispiel zu fragen, wie ein Musikstück, was eigentlich, weiß ich nicht, 1 Gigabyte groß ist, so komprimiert werden kann, dass es nur noch ein paar Megabyte hat und man keinen Unterschied hört. Das macht man mit solchen Methoden hier und das sind im Prinzip Elemente aus der Theorie der abstrakten Vektorräume. Nächste Woche werden wir uns dann anschauen, wie diese zweite Verallgemeinerung von hier oben aussieht. Also die, wie man den Begriff der Skalare verallgemeinert. Das werden wir nicht nur wie hier jetzt einfach mal so im Drüberfliegen verhandeln, sondern werden wirklich konkret uns mal anschauen, was man noch für andere Skalare nehmen könnte und werden dann ein Beispiel aus der Informatik sehen, wie man zum Beispiel fehlerkorrigierende Codes damit generieren kann.